Was ist es jetzt nochmal für eine Brücke, Benni? Die Brücke kann man anheben, damit die großen Schiffe runter durchfahren können. Wenn wir sind jetzt hier in Quetzalcoatlus, das ist ja die Ölstadt Mexikos. Da kommt das ganze Öl von den Bohrinseln im Golf, wird da angeliefert und dann raffineriert. Und jetzt gehen wir da über die mexikanische Tower Bridge. Hör noch mal die Ölschiffe. Aha, krass. Das sind Ölsuchschiffe, Jungs. Ja, mit denen suchen sie, glaube ich, so Öl. Und dann, wenn sie Öl gefunden haben, dann bauen sie dort eine Bohrinsel. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz. Camping. So, wir sind jetzt auf dem Campingplatz. Camping. Free. Wie heißt der? So, wir sind jetzt auf dem Camping Freedom Shores. Es ist dunkel. Es stinkt nach Pisse. Das Meer ist trüb. Und es macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn zum Dasein. Also wir sind da heute hergefahren, weil wir denkt haben, ja, wir müssen die Strecke irgendwie überbrücken. Und Plan war zwei Nächte zum Dasein über Heiligabend hier zu verbringen, aber macht definitiv keinen Sinn. Das heißt, wir werden morgen weiterfahren, weiter Richtung Osten, weiter Richtung Yucatan, nochmal eine 5-6 Stunden Etappe, dass wir endlich in der Karibik sind. Ja, und hoffen, dass sich der Weg lohnt. Die Anna ist ein bisschen angeschlagen, die ist jetzt schon ins Bett. Mittlerweile ist 7:30, alle schlafen. Trinken jetzt noch ein Bier und vielleicht noch ein zweites, drittes, viertes. Und dann machen wir uns auf den Weg. Morgen früh. Ein stürmiger Morgen hier in Freedom Shores. 30, 40, 50 km/h Windgeschwindigkeiten, hohe Böen, 60, 70 km/h. Wir haben die Nacht im Zelt gut überstanden, haben jetzt dennoch relativ zügig wieder abgebaut. Es ist jetzt 10 nach 7 morgens. Wir sind mitten im schnellen Frühstück und machen uns gerade auf den Weg nach Yucatan in die Karibik. Sechs Stunden, was, Schatzi? Yay, hoffen wir, es hört auf zu stürmen. Felix, was ist jetzt heute genau passiert? Etwas ganz, ganz Schlimmes. Das kann aber Papa sagen. Warum? Was ist passiert, Max? Was ist passiert, Schatzi? Ha? Warum hocken wir im Auto? Ja, es hat angefangen zu luften. Immer stärker. Felix. Und immer stärker und... Dann haben wir nicht gewusst, sollen wir jetzt ins Zelt oder sollen wir Kinder ins Auto tun oder was sollen wir überhaupt machen? Es wird immer schlimmer. Schatzi, was siehst? Traust du nichts mehr, Säger? Ich hoffe, dass es nicht mehr aufhört oder wird es noch stärker? Es wird noch stärker. Schau mal, wie es die Palme umbügt. Geil. Jetzt hat er versucht, mit Holz alles zu befestigen. Oh, da fliegt das Zelt fast davon. Wir haben angefangen, das Zelt einmal ein bisschen abzubrechen.
Ist auch schon mal angefangen zu heulen. Nein, das noch nicht. Gekühlt haben wir noch nicht. Und dann sind wir ins Zelt gegangen, das war aber so laut und das ganze Auto hat so gewackelt. Und der Benni hat dann nur gesehen, oh je, jetzt kommt das Wasser. Jetzt kommt schon noch das Wasser, kommt die Sonne rauf. Ei, 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 jetzt wird's böse. Jetzt wird's böse, Kinder. Schnell ins Auto da zu mir. Sturmflut. Sturmflut, mit dem Wind ist jetzt natürlich auch das Meer immer näher zu uns gekommen und auf das eine haben wir den Kindern ins Auto tun und der Benni und ich haben versucht, das Zelt zum zusammenklappen. Wir haben zuerst gemeint, das funktioniert gar nicht, weil wir es gegen den Wind zusammenklappen haben müssen. Aber das hat eigentlich super gut funktioniert und haben das ratzfatz zusammengeklappt und jetzt sind wir ein bisschen vom Meer weggefahren. Und stand jetzt dahinter und haben den Wetterbericht jetzt angeschaut und der Sturm sollte so in 2 Stunden ein bisschen weniger wäre. Und ich hoffe, dass es das so ist, dass wir wieder das Zelt aufbauen können, weil heute ist natürlich der 24. Dezember, da musst du jetzt nicht irgendwo in ein Hotel noch gehen. Weil 24. Dezember. Also frohe Weihnachten. Wir bitte frohe Weihnachten, Kinder. Super. Ja. Stille Nacht, heilige Nacht. Wo sind wir, Jungs? In Chichen Itza. Ja. Kommen wir mal her, wenn wir in der Safe sind. Entgegen aller Erwartungen hat es offen gehabt. Und es sind ganz, ganz wenig Leute da, weil natürlich der Staat Yucatan noch auf Orange wieder ist. Bei der Ampel und ja, wir haben die Pyramide mehr oder weniger für uns. So, noch ein Selfie. Willkommen in Chichen Itza! Sind wir da bei der Zenote. Aber ich glaube, hat man früher noch die Leute geopfert. Da drinnen schwimmen ein paar Leichen, Jungs. Was meint ihr? Leichen, tote Indianerkinder hat man da reingeworfen. Geopfert dem Sonnengott. Damit besseres Wetter her hat. Oder wenn sie nicht brav waren, hat man sie auch manchmal reingeworfen. Schau, wie die Geier da. So, nach einer stürmischen Nacht haben wir uns gedacht, wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen weg vom Meer in den Dschungel. Und wir haben uns gedacht, heute ist der 25. Dezember, es wird sicher nicht so viel los sein. Und darum sind wir jetzt zur Chichen Itza gefahren. Chichen Itza ist vor 3000 Jahren entstanden. Also da war sowieso so das Zeitalter von der Mayas. Die haben dort die Pyramiden angefangen zu bauen, da in Mexiko. Das Komische aber an der Chichen Itza ist, an dieser Maya-Stadt, was sie bis heute noch nicht wissen, ist, dass sie nicht lange bewohnt worden ist, also nur so ca. 300 Jahre und dann ist die verlassen worden. Also die war schon verlassen, wo die Spanier damals auf Mexiko gekommen sind. Und das wissen sie nicht, wieso, dass plötzlich alle einfach davon sind, was da in Chichen Itza gewohnt hat. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Und da schaut es aus, wie wenn das der Sportbereich gewesen wäre. Genau, da sieht man die Ringe an der Wand. Und das war früher ein ganz bekanntes Ballspiel. Das sieht man immer wieder auf den Pyramiden, auf den Ruinen, wo man anschaut. Man sieht immer wieder diese Sportplätze. Und da hat man die geopfert, die verloren haben, oder? Und der Verlierer, der ist dann sogar geopfert worden. Wir waren jetzt bei der Chichen Itza und sind jetzt auf dem Weg zu einer Cenote, die ist ungefähr 45 Minuten entfernt von der Chichen Itza. Ja, die Chichen Itza war jetzt toll, war jetzt schön zum Anschauen, aber für uns waren doch die Pyramiden in Palenque viel eindrucksvoller und größer und imposanter als die Chichen Itza jetzt. Der Eintritt hätte eigentlich kostet für einen Erwachsenen
498 Pesos. Aber für einer, der Mexikaner ist oder wir jetzt einfach auch das Visum haben für Mexiko, haben wir es gekriegt um 220 Pesos pro Erwachsener. Kinder zahlen ab 2 Jahre 80 Pesos. Ja, also die ist nicht einmal so günstig. Relativ teuer zum Betrag. Okay, mal schauen, wie diese Note so wird. Tschüssi! Cenote Suitun. Sind wir gespannt, wie das da wird, da in dem dunklen Wasser zu schwimmen. Glasklar ist es auf jeden Fall. Der Max hat schon Schiss. Man muss Schwimmflügel anziehen, Schwimmwesten, wenn man nicht weiß, wenn das Seeungeheuer hochkommt. Nur bewegen. Schwimmen wir mal um auf die andere Seite. Ich komme mal da nicht hin, ob er das mag. Hey, darf ich auch mal? Mag der! Oh, hallo. Hat auf der Hand gefuttert. Du musst aber gehen, Felix, sonst hat er Angst vor dir. Gang ab auf Knie, gang auf Knie. Ich kann es aus der Hand füttern. Jetzt nochmal. Und dürfen dann nichts mehr gehen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Las Curiles. Zwischenstopp zu El Cuyo, Geheimtipp, Kitesurfspot. Wir hatten eine kalte Nacht, 12, 13 Grad, sagt der Wetterbericht. Faktisch, am Morgen kam, wie sagt man, Rauch aus dem Maul. Also der Atem ist kondensiert, es war kalt, es war richtig kalt. Ist so nicht die Erwartung vom Strandurlaub. Wir werden sehen, ob sich jetzt das Image von Yucatan bestätigt, dass es wirklich so ein toller Platz wird, aber es scheint kühl zu bleiben. Wir werden sehen. Wir sind gespannt. Wir sind jetzt in Rio Lagartos und schauen jetzt einmal das Meer an. Was?